abgelehnt worden. Und ich schließe den Tagesordnungspunkt 14, rufe auf den Tagesordnungspunkt 15, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachen Nummer 5748, fehlerhafte Erfassung rechter Gewalt ein Ende setzen, die Notwendigkeit einer Reformierung des Definitionssystems, jetzt in Anführungsstrichen, politisch motivierte Kriminalität, Bindestrich rechts, Anführungsstriche Ende, anerkennen. Ich habe das deshalb vorgelegt, weil es sich sonst grammatikalisch so schwierig anhört. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Fraktion der Frau Kollegin Rudlewski das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Damen und Herren, wie viele Muslime wurden in NRW Opfer rechter Gewalt? Wie viele Sinti und Roma wurden in NRW Opfer rechter Gewalt? Wie viele Menschen wurden aufgrund ihrer sexuellen Orientierung Opfer rechter Gewalt? Wie viele Menschen wurden aufgrund ihrer sozialen Stellung oder einer Behinderung Opfer rechter Gewalt? Wie viele Menschen wurden in NRW von Neonazis ermordet? Wir wissen es nicht. Warum wir das nicht wissen, dafür gibt es viele Gründe, die ich hier kurz vorstellen möchte. Seit vielen Jahren reißt die Kritik am polizeilichen Meldewesen zur Erfassung von politisch motivierten Straftaten nicht ab. Einerseits wird zivilgesellschaftlicher Protest in Form von Sitzblockaden, zum Beispiel gegen Neonazi-Demos, akribisch erfasst und als PMK links gebrandmarkt. Andererseits beklagen Verbände für Opfer rechter Gewalt, dass für Menschen wirklich bedrohliche, rechtsideologisch motivierte Gewalt unentdeckt und unerfasst bleibt. Besonders erschreckend anschaulich wird dies bei der Diskrepanz zwischen der Zählung von Todesopfern rechter Gewalt durch die staatlichen Behörden und durch unabhängige Organisationen und Journalistinnen und Journalisten. Die offizielle Polizeistatistik spricht von 63 rechtsextrem motivierten Tötungsdelikten seit 1990. Recherchen durch die Antonio Amadeo Stiftung ermittelten eine weitaus höhere Zahl, nämlich 182 Todesopfer. Das führt in NRW dazu, dass 14 der 21 entdeckten Fälle aus NRW keine Berücksichtigung in der PMK rechts fanden. Nach dem Bekanntwerden der Morde des NSU wurde allen klar, dass die Dunkelziffer von Morden durch Neonazis sehr hoch sein muss. Deshalb überprüfen die Landeskriminalämter zurzeit 746 Tötungsdelikte mit 849 Opfern auf ein rechtes Tatmotiv. Das ist ein Anfang, reicht aber nicht. Denn nicht nur bei den rechtsideologisch motivierten Tötungsdelikten wird das Ausmaß verzerrt. Hassdelikte werden seit Jahrzehnten nicht ausreichend als solche erkannt. Im Antrag wird schon auf die Auswertung von Gerhard Pieper zu Anschlägen auf Moscheen verwiesen. Er zählt wesentlich mehr Anschläge als die Polizeistatistik. Auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie zum Beispiel der Soziologe Roland Ecker, sagen, dass die Zahlen, die von Staatsschutzabteilungen der Landeskriminalämter ermittelt, vom Bundeskriminalamt zusammengestellt und von der Bundesregierung bekannt gegeben werden, einfach nicht realistisch seien. Aber wieso wird rechtsideologisch motivierte Gewalt nicht erkannt und spezifiziert? Und wie können wir das Ausmaß von Hasskriminalität genauer erfassen? Zunächst einmal fehlt es oft an der Sensibilisierung der Polizei und der Strafverfolgungsbehörden in den Bereichen Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus und generell gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Es kommt noch wesentlich zu oft zu Fällen, bei denen Gerichte und/oder Ermittlungsbehörden den rassistischen Hintergrund nicht erkennen. Da wird zum Beispiel munter behauptet, rassistische oder antiziganistische Äußerungen seien ausschließlich auf Alkoholeinfluss zurückzuführen. Aber in vielen Fällen ist Alkohol lediglich der Auslöser, nicht aber das Motiv. Warum wurde gerade diese Tat begangen? Warum wurde gerade dieses Opfer ausgewählt? Diese Fragen werden oftmals nicht gestellt und deshalb werden solche Fälle somit nicht als für die PMK rechtsrelevant betrachtet. Auch die Opferperspektive findet kaum Berücksichtigung. Die Aussage des Täters nimmt oft eine höhere Priorität ein als die Aussage von Opfern und Zeuginnen und Zeugen. Dies führt auch dazu, dass sich Opfer rechter Gewalt eher an zivilgesellschaftliche Organisationen und Opferberatungsstellen wenden als an die Behörden.
Deshalb müssen staatliche Behörden zukünftig enger mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammenarbeiten und deren Fachwissen und Erfahrung in Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Polizeibeamtinnen und Beamten eingezogen werden. Das Hinzuziehen externer Expertise kann dafür sorgen, dass Hasskriminalität besser erkannt, spezifiziert und ihr Ausmaß richtig erfasst wird. Der Rechtsextremismus-Experte Bernd Wagner von Exit vertrat gegenüber der Berliner Zeitung die Auffassung, dass die Zahlen der PMK rechts von Anfang an nach unten gedrückt würden und die politische Führung die Zahlen immer gerne niedrig gehalten habe. Zusammenfassend kann man sagen, dass geschönt niedrige Mordzahlen aus PMK rechts in Bezug gebracht werden mit aufgebauschten Zahlen aus PMK links, welche sich beim genauen Hinsehen in hohem Umfang als Ordnungswidrigkeiten herausstellten. Zeigen wir der Öffentlichkeit, dass es auch anders geht. Erkennen wir endlich die ganz reale tägliche Bedrohung für viele Menschen durch rechte Gewalttäter in diesem Land an und tun wir etwas dagegen. Bitte stimmen Sie deshalb für unseren Antrag. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Wodlewski. Für die SPD-Fraktion spricht Frau Kollegin Lüders. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Kollegin Wodlewski, Sie haben viel ausgeführt, nur leider nicht zu Ihrem Antrag. Denn das, was Sie in Ihrem Antrag fordern, sind die Empfehlungen aus dem, die Ergebnisse und die Empfehlungen des PUA zur NSU. Und ich glaube, wir sind uns alle hier einig, dass uns die Aufdeckung des Terrortrios zur NSU hier alle schwer schockiert hat und wir alle aufgefordert sind, genau diesen Empfehlungen uns genauer anzugucken, um sie dann auch umzusetzen. Aber vieles ist schon gemacht worden oder wird selbst in Ihrem Antrag, ist es beschrieben, zum Beispiel die Aufklärung der noch nicht bewerteten Mordfälle. Sie fordern aber dazu aus, dass sich genau dafür der Innenminister einsetzen soll. Und ich glaube, so ganz haben Sie die Entwicklung in NRW nicht mitverfolgt. Mit Aufdeckung sofort hat der Innenminister veranlasst, eben eine besondere Aufbauorganisation gegen rechts aufzubauen. Wir haben eine Statistik, in der explizit alle Straftaten, alle Allgemeindelikte, die durch Rechtsextreme verwirklicht werden, ausgewertet und aufgeführt werden. Also das, was Sie hier darlegen, ist ein wenig anders als das, was Sie in Ihrem Antrag fordern. Und ich glaube, wenn man sich dem Thema ernsthaft widmen will und nicht nur plakativ, dann sollte man das Ganze im Blick haben. Und das Ganze ist eben, und da rufe ich das auch noch mal für Sie in Erinnerung, dass unser Innenminister Ralf Jäger, er wird es vielleicht gleich auch noch mal klar und deutlich sagen, die Verbote der Kameradschaften und des nationalen Widerstandes in Dortmund. Das waren die ersten Maßnahmen mit zu dem 8-Punkte-Programm, was Ihnen bekannt sein sollte. Wir finanzieren in NRW mittlerweile 2 Opferberatungsstellen, sowohl für das Rheinland als auch für Westfalen. Wir unterstützen die mobilen Beratungen finanziell. Wir koordinieren über das Landesnetzwerk die zivilgesellschaftlichen Aktivitäten. Und wie Sie schreiben, man möge die Polizei in Aus- und Fortbildung dafür sensibilisieren. Tut mir leid, diese Aufforderung reicht mir nicht. Ich möchte da Bestand haben und daran festhalten, an dem, was wir tun. Es ist essentieller Bestandteil der Aus- und Fortbildung der Polizei und des Verfassungsschutzes. Und da verstehe ich Ihren Antrag nicht so genau. Und wenn wir da mal genauer hingucken, sollten wir auf die Qualität der Straftaten eingehen, die in der PMK rechts liegen. Aber welche Schlussfolgerungen ziehen wir denn daraus? Nur das Zusammenführen von Zahlenmaterialien hilft doch in keinster Weise gegen den Kampf gegen rechts. Und ehrlich gesagt,
Da ist für mich Ihr Antrag zu kurz gesprungen, wesentlich zu kurz gesprungen. Und ich habe auch ein wenig den Eindruck, das gebe ich offen zu, dass Sie jetzt noch mal kurz vor dem Wahlkampf oder im Wahlkampf noch mal eben eine Schlagzeile setzen wollen, weil zum einen sind Sie auf keine der anderen Fraktionen zugegangen, um sich ernsthaft mal mit diesem Thema zu beschäftigen. Sie haben hier die direkte Abstimmung gefordert, ohne dass man sich intensiv mit der Definition der PMK-Rechts, was es bedeutet, dort die Straftaten aufzunehmen, auseinanderzusetzen. Frau Kollegin Wilders, Entschuldigung, ja? dass ich Sie unterbreche. Herr Kollege Sommer von den Piraten würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Danke, Frau Präsidentin. Danke, Kollegin Lüders, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Mich würde einfach mal interessieren, Sie haben jetzt gerade gesagt, dass man nicht einfach nur die Zahlen der verschiedenen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten da zusammenführen dürfte. Ist Ihnen bewusst, dass Frau Kollegin Rydlewski genau das angemahnt hat, dass diese Zahlen zurzeit einfach eins zu eins gegeneinander gesetzt wird und eben nicht ordentlich differenziert wird, um welche Straftaten es sich dabei handelt? Dass zurzeit nämlich genau Straftaten mit Ordnungswidrigkeiten durch einfache Kumulation der Zahlen auf eine Stufe gesetzt werden. Genau das hat Kollegin Rydlewski gesagt. Ist das bei Ihnen nicht angekommen oder woran liegt das jetzt? Dankeschön. Herr Sommer, darauf antworte ich gerne, weil anscheinend bei Ihnen was nicht angekommen ist, nämlich zwischen dem Wortbeitrag Ihrer Kollegin und Ihrem hier gestellten Antrag. Der Antrag sagt dazu in keinster Weise was auf, sondern er fordert die Landesregierung auf, etwas zu tun, was schon längst im Gang gesetzt worden ist und zeitlich demnächst hoffentlich zu den ersten Ergebnissen mit der Innenministerkonferenz führen wird, nämlich genau in der Einordnung. Also wie gesagt, die Rede Ihrer Kollegin hat mit Ihrem Antrag an der Stelle überhaupt nichts zu tun. Und ehrlich gesagt, unserer Fraktion ist dieses Thema einfach zu wichtig, um es auf diesen wirklich vorsichtig ausgedrückt etwas, naja, als erledigt zu bezeichnenden Antrag, wirklich ist es zu kurz gesprungen. Es ist zu kurz gesprungen und wie gesagt, es zeigt sich in mir, dass Sie damit einfach nicht wirklich an dem Thema interessiert sind, sondern ernsthaft. Sie hätten diesen Antrag mit uns allen mal in Ruhe besprechen können, um an einzelnen Punkten der PMK-Rechts wirklich in der Definition zu arbeiten. Das hätten Sie wirklich tun sollen. Aber die Rede, wie gesagt, entspricht in keinster Weise Ihrem Antrag. Und zusätzlich, denke ich, sollte man eins berücksichtigen, weil die Empfehlungen des NSU-Ausschusses gehen ja wesentlich weiter. Und auch da verweise ich nur mal auf den Bund mit unserem Bundesjustizminister Heiko Maas, der ja gerade die Gesetzesinitiative zu dem, wo auch Ihre Kollegin zugesprochen hat, ergriffen hat, den § 46 des Strafgesetzbuches zu erweitern, um genau die Motivation bei der Strafzumessung berücksichtigen zu können. Und ernsthaft nochmal, der Antrag ist zu kurz gesprungen an dieser Stelle. Die direkte Abstimmung zeigt, Sie wollen keine inhaltliche Diskussion. Wir hätten die gerne geführt. Wir lehnen den Antrag daher ab. Vielen Dank, Frau Kollegin Lüders. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Siebecker. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass die Gefahr des gewaltbereiten Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus auch vom polizeilichen Staatsschutz falsch eingeschätzt wurde. Auf Seite 861 der Bundestagsdrucksache 17/14/600 heißt es in diesem Zusammenhang, ich zitiere, die polizeiliche Analyse rechtsextremistischer Gewalt war fehlerhaft, das Lagebild dadurch unzutreffend,
Die Erfassung rechtsmotivierter Straftaten erfolgt bislang rein polizeilich über das derzeitige Definitionssystem PMK, das große Schwächen hat. Dies zeigt sich exemplarisch an der Debatte um die Anerkennung der Todesopfer rechter Gewalt seit 1990. Der Untersuchungsausschuss zog daraus unter anderem folgende Schlussfolgerung. Ich zitiere erneut auf Seite 861 des Abschlussberichts: Notwendig ist die grundlegende Überarbeitung des Themenfeldkatalogs PMK unter Hinzuziehung von Expertenwissen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Meine Damen und Herren, dass die derzeitige Erfassung rechtsmotivierter Straftaten einer grundlegenden Überarbeitung bedarf, ist damit unstreitig. Der Bundestagsuntersuchungsausschuss hat dies parteiübergreifend anerkannt. Deswegen schließe ich mich ausdrücklich meiner Vorrednerin an, hätte es dieses Antrages nicht bedürft. Es ist falsch, Sie machen es hier populistisch, um ein Themenfeld hier zu besetzen, was aber schon lange besetzt ist, und zwar demokratisch und nicht populistisch, parteiübergreifend sich der Ernsthaftigkeit des Themas stellen. Für uns ist es reine Schaupolitik, die Sie hier betreiben. Und das zeigt auch, und das hat meine Vorrednerin gerade eindrucksvoll auch noch mal geschildert, dass die Ausführung, die Sie hier vorgetragen haben, überhaupt nicht zu Ihrem Antrag passt. Das ist überhaupt nicht deckungsgleich. Darüber hinaus, und das hat meine Vorrednerin, ich hoffe, genauso gemeint, wie ich das jetzt ausdrücke, hat Ihr Antrag auch inhaltliche Schwächen. Dies beginnt bereits mit der Überschrift des Antrags, in der ausschließlich von der, ich zitiere erneut, Notwendigkeit einer Reformierung des Definitionssystems politisch motivierter Kriminalität rechts die Rede ist. Die Empfehlungen des Abschlussberichtes des NSU-Untersuchungsausschusses gehen jedoch deutlich weiter. Darin ist nämlich, ich hatte es bereits angesprochen, ausdrücklich von einer grundlegenden Überarbeitung des gesamten Themenfeldes politisch motivierter Gewalt die Rede. Das ist eben nicht nur die Gewalt von der Rechten, nicht nur die Gewalt von der Linken, sondern da ist auch Ausländerextremismus und islamistisch motivierte Gewalt mit gemeint. All dies wird in Ihrem Antrag überhaupt nicht angesprochen. Wenn der Landtag Ihren Antrag in der vorliegenden Form billigen würde, dann würde unser Land somit weit hinter dem zurückfallen, worüber der NSU-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages bereits Einigkeit erzielt hat, nämlich die Überzeugung, dass jede Form politisch motivierter Gewalt in Deutschland, von Hass in Deutschland bekämpft werden muss, und zwar unabhängig davon, von wem diese Gewalt ausgeübt wird. Dies war, ist und bleibt übrigens die Position, die die CDU-Fraktion in diesem Hohen Haus immer vertreten hat. Es wäre wünschenswert, wenn auch die Piraten im Laufe zukünftiger Debatten rund um diese Thematik zu dieser Einsicht kommen würde. Wir können daher diesem Antrag nur unsere Ablehnung erteilen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Siebecke. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Schäfer. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, statistisch gesehen wird jeden zweiten Tag in Nordrhein-Westfalen ein Mensch Opfer rechter oder rechtsextremer Gewalt. Und ich finde, das verdeutlicht auch nochmal, dass Rechtsextremismus, rechte Gewalt für Nordrhein-Westfalen ein Problem ist und auch ein Thema ist. Und dass jeder dieser Übergriffe und die Bedrohungen, die durch Rechtsextreme erfolgen, immer auch ein Angriff auf unsere vielfältige, auf unsere pluralistische Gesellschaft darstellen und deshalb jedes Opfer auch die Solidarität unserer Gemeinschaft, unserer Gesellschaft und auch Unterstützung durch den Staat erfahren muss. Und weil wir der Verantwortung des Staates für die Betroffenen rechter Gewalt auch nachkommen und ernst nehmen, haben wir ja als rot-grüne Fraktion auch in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass es zwei unabhängige Opferberatungsstellen in Nordrhein-Westfalen mit Landesmitteln gibt. Und das, obwohl wir uns ja momentan in einer sehr angespannten Haushaltslage befinden. Und während der Bund entsprechende Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt bisher ja nur in den ostdeutschen Bundesländern zur Verfügung stellt, ist es so, dass es in den westdeutschen Bundesländern eigene Mittel, eigene Landesmittel geben muss. Und die stellen wir in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. Aber ich will auch ganz deutlich mal hier sagen, ich erwarte auch von der Bundesregierung und auch von der neuen Familienministerin,
dass sie anerkennt, dass Rechtsextremismus auch in Nordrhein-Westfalen, auch in den westdeutschen Bundesländern ein Problem darstellt und dass die Mittel für die Opferberatungsstellen nicht wie bisher nur nach Ostdeutschland fließen, sondern in ganz Deutschland auch entsprechend gezahlt werden. Allerdings wissen wir, wenn man sich die PMK rechts vergegenwärtigt anschaut, wir wissen, dass es eine hohe Dunkelziffer bei den rechtsextrem motivierten Straftaten in der polizeilichen Statistik gibt. Ein Grund dafür ist, dass nicht alle Straftaten auch zur Anzeige gebracht werden. Und hier sehe ich einen wesentlichen Handlungspunkt auch durch uns, und zwar, dass wir das Vertrauen in die Arbeit einer bürgernahen Polizei stärken und dass wir gleichzeitig aber auch die Polizeibeamtinnen und Beamten im Umgang mit den Opfern rechter Gewalt schulen. Und mir ist es ein wichtiges Anliegen, dass wir auch noch mal darüber diskutieren, wie man den Austausch zwischen den Kreispolizeibehörden und den Opferberatungsstellen stärken kann, damit die Polizei auch direkt Betroffene von rechter Gewalt an die Beratungsstellen verweisen kann. Denn das würde den Opfern wirklich helfen, im Gegensatz zu den Statistiken. Aber das Problem der Dunkelziffer hat ja noch eine andere Komponente, die ich hier auch benennen will. Und zwar werden nicht alle politisch rechts motivierten Straftaten auch als solche eingeordnet. Da werden Übergriffe von Neonazis auf linksalternative Jugendliche als jugendliche Schlägereien abgetan. Es gibt momentan ja heftige bundesweite Diskussionen über den Prozess in Bayern, wo ein vorbestrafter Neonazi, der einen Migranten umgebracht hat, bei dem weder von der Staatsanwaltschaft noch von den Richtern ein Bezug zur rechtsextremen Ideologie hergestellt wird. Das löst sehr viel Unverständnis, finde ich, auch zu Recht aus. Und hier sehe ich sowohl die Polizei als auch die Justiz in der Pflicht, die Aus- und Fortbildungsinhalte, die wir ja schon haben, das haben wir ja auch im Innenausschuss auch schon diskutiert, dass man die dahingehend auch weiterentwickelt und für das Thema Sensibilität schafft. Aber, und das will ich hier auch ganz klar sagen, die PMK rechts ist eben auch nur eine Statistik und schafft es nicht als Kriminalstatistik, die alltäglichen Dimensionen von Rassismus, von Diskriminierung auch wirklich abzubilden. Rassismus in der Gesellschaft ist mehr als nur die Straftaten, die nachher in der PMK rechts auftauchen, sondern das ist für viele Menschen Alltag. Und ich finde, auch darüber müssen wir sprechen, und das fehlt mir hier in diesem Antrag. Und genauso ist die Statistik, Sie schreiben ja, das wäre ein Analyseinstrument, das sehe ich nicht so. Die Statistik kann ein Baustein sein zu einer Analyse, sie kann Anhaltspunkte für Entwicklung bieten, sie kann auch sehr hilfreich sein vor Ort, wenn man in Auseinandersetzungen tritt mit politisch verantwortlichen Personen, die nicht wahrhaben wollen, dass man ein rechtsextremes Problem vor Ort hat und man denen zeigen kann, dass es sehr wohl auch rechtsextreme Straftaten vor Ort gibt, dafür kann das hilfreich sein. Es ersetzt aber nicht die Analyse bei Rechtsterrorismus und Rechtsextremismus, die viel breiter sein muss und wo wir Lagebilder brauchen, auch für Nordrhein-Westfalen, wie jeweils die Situation aussieht. Und ich glaube, dass man für diese Lagebilder auch die Zusammenarbeit zum Beispiel mit den mobilen Beratungsteams zwischen Polizei und Beratungsteams stärken könnte, um da auch umfassende Erkenntnisse zusammenzutragen. Und für mich gehört auch zu den Lagebildern die Frage antimuslimischer Straftaten, antiziganistischer Straftaten. Wie sind da die Entwicklungen angesichts einer entsprechenden Stimmungslage, die wir momentan einfach in der Gesellschaft auch verspüren? Das haben wir im Ausschuss hier auch schon deutlich gemacht als Grüne, dass wir durchaus hier auch noch Diskussionsbedarf haben. Und ich will aber auch eins sagen, man kann uns, glaube ich, nicht vorwerfen, dass wir in den letzten Jahren untätig gewesen wären. Wir haben bei den Sicherheitsbehörden ja entsprechende Schwerpunkte gesetzt. Es gibt die Sonderkommissionen in Aachen, Wuppertal, Dortmund und Köln, das finde ich sehr richtig. Es gibt das Kompetenzzentrum beim LKA. Wir haben ein Verfassungsschutzgesetz ganz klar den Schwerpunkt gesetzt auf gewaltorientierte Bestrebungen, und hierzu gehört auch der Rechtsextremismus. Und letzter Satz, dann höre ich auch auf zu reden, dass wir mehr als nur die Statistik brauchen, sondern wir brauchen ein Zusammenspiel von Stärkung der Zivilgesellschaft, verlässlicher Finanzierung von Opferberatung, mobiler Beratung, Aussteigerprogramm, und wir brauchen die Schwerpunktsetzung eben bei den Sicherheitsbehörden, und ich glaube, nur dann können wir auch den Kampf gegen den Rechtsextremismus gewinnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Schäfer. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Dr. Orth. Guten Tag, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Debatte hat ja gezeigt, dass ein Thema, was sehr ernst ist, was uns alle sehr bewegt und was auch in der Vergangenheit uns sehr schockiert hat, auch einmal nicht so ganz so glücklich angefasst werden kann.
Und insofern möchte ich jetzt hier auch nicht alle Ausführungen wiederholen, die meine Vorrednerinnen und Vorredner gemacht haben. Ich möchte aber ganz klar natürlich für uns betonen, dass wir auch sehr erschüttert waren über das, was hinter den NSU-Morden sich verborgen hat. Wir hätten etwas in der Art uns gar nicht vorstellen können. Und deswegen bin ich auch froh, dass unsere Bundestagsfraktion seinerzeit 2011 auch als erste dort den Untersuchungsausschuss gefordert hat, der ja dann auch im Bund getagt hat und zu den Ergebnissen geführt hat, die wir heute hier besprechen. Aber auch wir sehen halt in Ihrem Antrag von den Piraten eben das Problem, dass Sie auf der einen Seite eine Definition bemängeln, nämlich was politisch motivierte Kriminalität sei, und auf der anderen Seite aber keine zutreffende Definition dafür liefern, was politisch motivierte Kriminalität von rechts eigentlich ist. Da fehlt es in Ihrem Antrag, und deswegen können wir diesem Antrag auch nicht zustimmen. Wir haben uns überlegt, wie gehen wir damit um. Wir haben uns entschlossen, uns bei dem Antrag zu enthalten, weil wir nicht den Eindruck erwecken möchten, dass wir hier jedenfalls im Kern von der Sache weit auseinander liegen. Aber jedenfalls, Ihr Antrag ist nicht zustimmungsfähig. Und dann möchte ich aber auf einen Punkt noch eingehen, den Sie hier auch in die Debatte eingeführt haben. Sie haben also behauptet, dass Taten von links aufgebauscht würden und dass Taten von rechts im Prinzip runtergeschrieben würden. Ich muss sagen, ich hatte bisher nicht den Eindruck, egal welche Regierung von wem gestellt wurde, dass so agiert wurde. Ich würde auch den Innenminister bitten, da vielleicht darauf einzugehen. Ich finde es jedenfalls eine ungeheuerliche Unterstellung, dass hier behauptet wird, dass Extremismus der einen Form verharmlost und der anderen Form entsprechend überbewertet wird. Ich finde im Übrigen, muss man mal ganz klar sagen, Extremismus, egal woher, ist verachtenswert. Und das ist die Leitlinie meiner Politik. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Orth. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger. Das Handicap, das Mitglieder der Landesregierung gelegentlich haben, ist, mit Reden an das Pult zu treten und festzustellen, dass fast alles schon vorher gesagt worden ist. Deshalb will ich mich auf einige wenige Punkte beschränken. Ich will nicht eingehen auf die auch aus meiner Sicht vorhandenen inhaltlichen Schwächen des Antrages. Ich will auch keine großen Ausführungen mehr machen zu dem Definitionssystem politisch motivierte Kriminalität. Ich will nur einige wenige Punkte feststellen. Nordrhein-Westfalen ist bisher das einzige Land, das seit 2012 auch Straftaten von Personen, die nicht der politisch motivierten Kriminalität zuzuordnen sind, getrennt erfasst. Im Übrigen mit dem erschreckenden Ergebnis, dass wir seitdem wissen, dass auf eine Straftat politisch motiviert rechts bei den gleichen Personen zwei Straftaten der Allgemeinkriminalität kommen. Die sind also nicht nur politisch gefährlich, die sind gemeingefährlich. Das Zweite ist, meine Damen und Herren, wir haben den, ich orientiere mich jetzt an dem Antrag, den Untersuchungsausschuss des Bundestages umfänglich unterstützt. Wir haben ihn priorisiert. Mein Haus hat allein diesem Ausschuss 13.000 Blatt Akten zur Verfügung gestellt im Rahmen ihrer Arbeit. Ich kann feststellen, dass wir im Zuge dessen, was wir mit unserem 8-Punkte-Programm Bekämpfung rechts, was wir mit der Novellierung des Verfassungsschutzgesetzes in Nordrhein-Westfalen getan haben, haben wir faktisch die Mehrzahl der Empfehlungen des Untersuchungsausschusses des Bundestages bereits umgesetzt. Es gibt eine noch ausstehende Empfehlung, daran arbeiten wir in der Innenministerkonferenz, nämlich tatsächlich die sogenannte PMK und das Themenfeldkatalog dazu umfänglich zu überarbeiten, weil natürlich eine Gesellschaft sich verändert und entsprechend sich auch die statistischen Erfassungen von Kriminalität sich verändern müssen und demzufolge beispielsweise Themen wie antimuslimische Straftaten, antisemitische auch in geeigneter Form in dieser Statistik einfließen müssen. Das tun wir bereits längst in der Arbeitsgruppe der Innenministerkonferenz und werden das am 11. Juni auf der Tagesordnung haben. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Liebe Kolleginnen und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Deshalb schließe ich an dieser Stelle die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat eine direkte Abstimmung beantragt. Die führen wir jetzt auch durch, und zwar über den Inhalt des Antrages Drucksache Nummer 5748. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Piraten. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Das sind SPD, Bündnis 90, die Grünen und die CDU. Vielen Dank.
und der fraktionslose Abgeordnete Stein. Wer möchte sich der Stimme enthalten? Das ist die FDP-Fraktion. Ganz herzlichen Dank. Mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis ist damit der Antrag der Fraktion Piraten abgelehnt worden. Ich schließe